Game of Thrones gehört zu den erfolgreichsten und am aufwendigsten produzierten Fernsehserien der Welt. Das Fantasy-Drama überzeugt Zuschauer mit einer unvorhersehbaren Handlung, bricht mit traditionellen Erzählmodellen und zeigt eine gewaltige Portion Sex und Gewalt. Doch diese 11 verblüffenden Fakten rücken die Serie in ein ganz neues Licht. Da die zugehörige Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer noch nicht abgeschlossen ist, verriet der Autor George R. R. Martin nur den Produzenten der Fernsehserie D.B. Weiss und David Benioff, wie das Fantasy-Epos enden wird. Der frühere amerikanische Präsident George W. Bush hat einen unfreiwilligen Auftritt in Game of Thrones. Sein abgetrennter Kopf ist Teil der Kulisse am Königshof. Direkt neben dem von Eddard Stark ist sein Kopf auf einen Pfahl gespießt worden. Doch dies sei kein politischer Kommentar, sagen die Produzenten der Show. Für den Dreh wären hunderte von Prothesen gemietet worden. Der Kopf von Bush sei zufällig auch dabei gewesen. Bei zukünftigen Ausstrahlungen soll der Kopf digital entfernt werden. Die Drehbuchschreiber von Game of Thrones erfanden den Begriff Sexposition. Er beschreibt eine Szene, bei der komplexe Dialoge während einer Sexszene geführt werden. Autor George R. R. Martin besitzt eine Motivation, warum er so viele unvorhergesehene Wendungen in die Romanreihe eingebaut hat. In seiner Kindheit spekulierte seine Mutter während des Fernsehens, wie die Geschichten ausgehen würden. Und sie behielt immer recht. Das hat Martin geärgert. Es dauerte fast 2 Monate, um den namensgebenden Eisernen Thron zu bauen, um den sich die Adelsfamilien in der Serie streiten. Er ist fast 2,5 Meter hoch und aus den Schwertern der besiegten Feinde von Aegon Targaryen geschmiedet worden. Eines der Schwerter ist Glamdring, das Schwert von Gandalf aus dem Herrn der Ringe. George R. R. Martin hatte sich den Thron aber mehr als doppelt so hoch und viel hässlicher vorgestellt. Peter Vagan, der Darsteller von Meister Aemon von der Nachtwache, ist auch im echten Leben erblindet. Die Inspiration für die Geschichte, behauptet Martin, sei ihm durch seine Schildkröten gekommen, die er als Kind besessen habe. Sie lebten in einem Zinnschloss und regten Martin dazu an, Texte über deren Leben an einem Königshof zu schreiben. Da er beobachten musste, wie sie regelmäßig starben, schrieb er Geschichten davon, wie sie sich mit hinterhältigen Intrigen gegenseitig ermordeten. Jack Gleason hat durch seine Rolle als der sadistische König Joffrey Baratheon so viele Anfeindungen und Drohungen bekommen, dass er beschloss, seine Schauspielkarriere zu beenden. Er möchte sich lieber auf das Studium von Philosophie und Althebräisch konzentrieren und strebt einen Doktortitel an. Die Rote Hochzeit stellt einen entscheidenden Angelpunkt der Geschichte dar, da bei ihr viele Hauptcharaktere ums Leben kommen. George R. R. Martin bereitete es emotionale Schmerzen, diese Szene zu schreiben. Deshalb schrieb Martin zuerst den Rest des Buches und fügte erst am Ende das entscheidende Kapitel ein. Trotz seines Welterfolgs lebt der Autor George R. R. Martin äußerst bescheiden in Santa Fe, New Mexico. Seine Romane schreibt er immer noch auf einem DOS-Computer mit WordStar 4.0. Game of Thrones ist bereits seit 2 Jahren in Folge, 2012 und 2013, die am meisten illegal heruntergeladene Fernsehserie der Welt.